Peace Leute, was gibt's zum neuen Video? Und heute spielen wir weiter mit unserer Darmstadt 98 Karriere im Football Manager. Und ja, im letzten Spiel haben wir ja den DFB-Pokal, haben wir ein DFB-Pokalspiel gehabt. Geh doch weg, Scheißfliege, ey. Also wir hatten im letzten Part hatten wir ein DFB-Pokalspiel gehabt, haben wir auch gewonnen. Und nee, den wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Den hier wollte ich. Und das haben wir auch gewonnen. Und dann habt noch gegen Eintracht Frankfurt gespielt, das Hessen Derby. Das haben wir dann unentschieden gespielt, 1-1. Und ja, es gewinnen wir auch hoffentlich mal gegen Werder Bremen zum Spiel. Ja, das Spiel haben wir schon mal verloren gegen Werder Bremen. Und Ouattara, er hat sich verletzt. Das wollte ich doch gar nicht. Und fällt 3 bis 4 Wochen aus. Das ist gar nicht schön für uns. Überhaupt nicht schön. Da müssen wir jetzt da mit anderen Spielern erst einsetzen. Das nächste Spiel ist dann jetzt gegen Bochum. Da müssen wir eigentlich auch Punkte holen. Oh, das ist auswärts in Bochum. Ach ja, und vor allem gestern Abend war so viel los bei mir in meinem Dorf. Und zwar, wir haben einen Sportplatz, also so einen Fußballplatz, das Kunstrasen. Und dann haben wir noch so eine Halle, die ist aus Holz und aus Kunstrasen. Der Rasen ist aus Kunstrasen und ist eigentlich komplett aus Holz. Und dieses Ding hat ja gestern Abend gebrannt. Das ganze Ding da ist komplett weg. 1000 Feuerwehrs, ich blende euch hier mal ein Bild ein. Und ja, man denkt, ich gehe zur Besprechung. Und ja, das ging bis mitten in die Nacht rein. Und ja, vielleicht blende ich euch auch nochmal ein Foto ein, wie es dann kaputt aussieht, wenn ich dazu irgendwie komme. Und ja. Und da wollte ich eigentlich auch nächstes Jahr meinen Geburtstag drin feiern, aber das wird wohl nichts, ne? Ah ja, gut, dann halt nicht, ne? Manchester City gibt Gebot für Raum ab. Okay. Fee spielt ja für ihr Land berufen. Für Jamaika Amari Bell. Tschechien U21 dieser Vitek. Oh, das ist gut. Nee, das ist der Tor, den wir von Manchester United haben. Spielt auch für unsere U19 aktuell, der Vitek. Und ja, für Sierra Leone, Jean-Peter Sesay hat auch schon 9 Länderspiele und ein Tor geschossen. Und für uns hat er 2 Spiele gemacht, aber noch kein Tor geschossen. Und für Uganda, Humphreys, oder wie auch immer man den ausspricht. Also wir haben 4
Spieler, die für ihr Land nominiert wurden und drei, die halt für das richtige Land halt nominiert wurden und nicht für die U-Nationalmannschaft. Bochum, ja komm, die Pressekonferenz mache ich nie. Ich schicke immer den Co-Trainer hin und hoffe, dass der was Gutes sagt. Denn ich habe keinen Bock darauf. Zurückhaltende Pressekonferenz von Sirigu. Dauber, das ist der da. Ja, aber Moment mal, der andere, der hat ja viel besseres Potenzial. Der Vitek. Nicht wie der. Hat er nicht spielberechtigt, weil er 20 ist und das ist die U19. Und da müssen wir den da. Wir müssen den da jetzt in die erste Mannschaft packen. Oder ich frage den Vorstand, ob man hier mal eine zweite Mannschaft machen kann. Denn das hatten die auch schon mal angeboten, aber ja. Hier zweite Mannschaft. Der Vorstand wird sie in Kürze informieren, ja. So, dann machen wir eine zweite Mannschaft auf. Da kann dann dieser Vitek kann dann da rein. Sagt der Elsa, ja, er ist hier bei uns, der Vitek. Ja, hier Vitek. Vitek ist bei uns aktuell, hat noch gutes Potenzial, aber der muss ja auch auf seine Einsatzzeit kommen. Und das machen wir, indem wir dann eine neue, also indem wir dann eine zweite Mannschaft haben. Dann kann er dann auf Einsatzzeiten kommen. Eine neue Nachricht, viel, ja, das wissen wir ja schon. Okay, Bochum ist aktuell letzter. Da loben wir den nochmal, den hier. Ich habe gehört, man sollte auch Spieler kritisieren, wenn sie nicht so gut spielen, weil dann werden sie auch besser. Dann, ja. Habe ich halt einfach, ich habe so ein YouTube-Video gesehen und ja. Fortfahren. Okay, draußen ist Motorräder. Schalke hat wegen einer Leihe von Ibrahimovic angefragt. Okay, in Unentschieden wollen die Fans und der Vorstand sehen gegen Bochum. Also ich will eher einen Sieg sehen. Bin ich ganz ehrlich. Na, Uf, komm. Jag mal ein bisschen schneller. 1-1 nur gegen Ingolstadt. Mann, ey, wir wurden doch sogar Meister, also müssen wir eigentlich auch ja Dings in diesem in der Champions League von der U sein. Wir müssen eigentlich in der Champions League von der U sein, ja doch. Dann, nein, nein, ich will das hier doch alles gar nicht. Nicht registriert, dann registrieren. Und den kann ich aber was registrieren. Machen den Dauber auch nochmal registrieren, den Tonsiello, den Vitek. Und mehr kann ich nicht. Also Auswahl bestätigen. Auswahl bestätigen. Ich kann die Auswahl nicht bestätigen. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Warum kann ich denn die Auswahl nicht bestätigen? Gut, dann kommt der Tonsiello nicht mit. Warum kann ich die blöde Auswahl nicht bestätigen, ihr Hunde? Ich check's halt nicht. Was seid ihr für Penner? Ah, jetzt darf er aber spielen. Ah ja, gut, dann halt. Der ist auch noch gut, der Elhatsch. Wir machen den auf die Position von den. Der V-Top hatten wir auch beim letzten Mal. Ja komm, dann machen wir den jetzt auch. Dann machen wir jetzt mal den. Ah ne, der darf gar nicht. Nicht spielberechtigt. Der ist doch 17, der darf doch eigentlich spielen. Naja gut, dann spielen wir jetzt zum Spiel. Hoffentlich gewinnen wir. Ah, der braucht noch eine Rückennummer. Kriegt ihr die Nummer 17?
Nummern abgeben zum Spiel. Jawohl, so muss es doch aussehen. 3:0 gegen Bochum gewonnen. Akzeptiert, wir haben jetzt eine zweite Mannschaft. Okay, dann würde ich sagen, war es jetzt mit diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Like und Abo dalassen, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.